Wie stellen wir das jetzt an? Ah. Erst mal gucken gehen. Solange du noch kannst. Hä? Ich helfe dir. Was war das? Bist du aus einem bestimmten Grund hier? Weg hier, los! Widerstand ist zwecklos. Was machen wir denn jetzt? Jetzt stehen die hier überall, Chat. Die haben den jetzt hier verhaftet. Oh, diese Kackdrohnen. Gesichtserkennungssoftware. Da ist einer. Oops. Krieg ich den Schlüssel so von dem runtergeladen?
Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Und wo ich hier gerade hingehe. Ich muss nach oben. Wo war denn die Treppe? Nach oben. Hier können wir hin. Rein theoretisch, aber da sind Wachen. Ich weiß nicht so richtig, wo ich hin soll. Oben, aber kann ich hier noch was ausrichten als Spinne? Wo geht's hier hoch? Über das Regal da hinten? Ja, da können wir hochspringen. Aber wir haben den Schlüssel nicht. Ich krieg aber mit der Spinne den Schlüssel nicht. Ich krieg den Schlüssel. Ich war bloß nicht nah genug dran. No, 99%! Okay, aber der kommt gleich zurück. Oh no. Okay, jetzt ist der Dude. Der kommt doch bestimmt gleich wieder hier rüber. Wir warten noch einen Moment, Chat. Dann können wir mal einen Schluck trinken in der Zwischenzeit.
Kannst du dir deine Fingernägel woanders angucken? Ja, Spideybot ist richtig aufgeregt. Nicht schau dich nach allem um, was Themis heißt. Ernst? Bin schon dabei. Ich fass es nicht. Was guckt er denn dort um den Tisch? Ich warte kurz, bis wir wieder Spideybot ready haben. Dann gehen wir wieder dort hoch. Spiel ist halt echt frustrierend. Ich wollte das so gern im Stream spielen und beenden. Aber das ist so frustrierend, wenn es einfach nicht geht. Wenn ich ein geheimes, unmoralisches Projekt wie Themis verbergen wollte, würde ich es im tiefsten Keller wegschließen. Du wirst dich aber durch ziemlich scharfe Security hacken müssen. Der Aufzug, der zum gesicherten Themis-Bereich führt, ist gesperrt. Du musst zuerst auf das Umleitungsterminal zugreifen. Dafür brauchst du einen Spider-Bot. Aber da steht doch jemand davor. Ich weiß nicht, ob jetzt hier vorne jemand ist. Gesichtet. Oh!
wir warten, bis der nächste Spidey-Bot fertig ist. Ich kann doch nicht einfach reinlaufen. Sollte ich das wissen? Also hat er einfach... Ja, genau, das hat er gesagt. Andererseits ist das hier deaktiviert. Ich bin jetzt einfach reingelaufen. Du musst Sebastian und den Rest der Mikrodrohnen einsetzen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Aber zuerst musst du das Lasernetzwerk passieren. Ich empfehle einen Spider-Bot und starke Nerven. Bin schon dabei. Mal wieder ein Spider-Bot. Wir haben keinen leichten Job, doch er ist äußerst wichtig. Wir investieren gerade zahllose Stunden in Informationsbeschaffung. Und doch entgeht uns immer noch etwas. Wir tun unser Bestes, sagen sie, stimmt. Aber das ist noch nicht gut genug. Nein, das klingt nicht gut. Doch auch wir sind nicht perfekt. Ja, das wird Ihnen gefallen. Klingt bescheidener. Wir urteilen manchmal falsch, weil wir menschlich sind. Doch Fehler sind nicht erlaubt. Wir sind der letzte Ausweg, das Volk zu schützen. Projekt Themis wird für Gerechtigkeit sorgen und für Schutz. Mit Hilfe von Daten werden Muster zur Erkennung von Verbrechen erstellt. So überwinden wir die Schwächen unserer eigenen Natur. Nicht schlecht. Sie werden natürlich Fragen haben, berechtigterweise. Es ist eine extreme Maßnahme und es gibt Missbrauchspotenzial, aber es ist im Sinne Londons. Es ist voll schwer, erstmal zu sehen, was hier für Laser überhaupt passiert. So, hier ist durchspringen und aufpassen. Und hier ist drüber springen und aufpassen. Achso. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt hier umsonst durch, oder? Okay, Sebastian. Dafür haben du und deine Freunde trainiert. Zeit, das Sicherheitssystem zu durchbrechen. Okay. Wait. Mal sehen, was diese Mikrodrohne so drauf hat. So ist es richtig. Das wird super. Was für Stromnetz? Was muss ich zerschießen? Was muss ich jetzt machen, das Stromnetz? Was ist denn das Strom? Das dauert zu lange. Warum schießt du nicht einfach auf die Scheißtür? Hetz mich nicht, junger Mann. Thank you.
richtig gut. Ich habe Schaden genommen. Es ist auch gerade, ich muss mich richtig konzentrieren. Gerade wenn dann hier noch Wind und, oh mein Gott. Hier ist auch Wind unten. Bald da. Ja. So, das ist wieder Hitze. Nach oben. Ah. Sebastian. Oh. Nein. Alles nochmal? Okay, keine Zeit für Tränen. Nee. Das ist Sebastian. Ein anderer. Das ist nicht ganz von vorne. Freunde. Sie heißen natürlich alle Sebastian. Perfektion lässt sich nicht verbessern. Aber es kann ja nicht mehr weit gewesen sein, oder? Also... beobachten.
musst, glaube ich, bestimmt zu dem Mittelring, oder? Der Wind. Das Ding ist, ich weiß halt teilweise nicht mal, wo ich hin muss. Ich hab verstanden. Ich bleib lieber hier. ETF, was jetzt? Da gerade durch. Hier ist alles voller Wind. Zur Hölle. Warte mal, habe ich hier auch sowas wie Vollgas? Nee. Jetzt ist wieder mehr Wind. Jetzt ist wieder weniger. Warte, aber hier kommt doch überall gleich Wind raus. Wo soll ich hier lang? Boah, ich duck mich richtig mit dieser Drohne. Ich hänge hier und hab so einen richtigen Buckel. Ich muss da lang. Aber wie zur Hölle? Der Wind ist da überall immer gleich stark. Ich sehe keinen Unterschied. Ich wette, ich muss mich an den Dingern hier langhangeln, aber... Okay.
Aber das Level ist doch jetzt lang genug, Mensch. Sebastian, und sei bloß vorsichtig dabei. Was die?